Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich beim Jogging und die Straßen sind leicht gepudert. Es schneit so ein ganz klein wenig. Aber es macht nichts. Kann man trotzdem joggen. Weiter geht's. Nach dem Intro. Mein Ziel ist es heute, 8 Kilometer zu machen. Wenn ich 8 Kilometer gemacht habe, bin ich zufrieden. Dann ist alles gut. Mal gucken, wie viel ich sonst noch hinkriege. Aber 8 Kilometer ist schon mal super. Understatement, sagt man ja. Ja, ist nicht so richtig schön warm. Ist klar, wenn der Schnee da so ein bisschen liegen bleibt, liegt es auf der Hand. Also nicht der Schnee, sondern die Sache. So. Ich will erst in den Berg hier hochkommen. Gar nicht so einfach. Das ist ganz schön steil, die Scheiße. Ich melde mich gleich, wenn ich dann wieder auf dem Rückweg bin. Puh. Ja, mir friert gerade das Gesicht ein bisschen weg. Gegen den Wind zu laufen, bei der Temperatur ist schon scheiße. Naja, macht nichts. Krieg ich hin. Ich habe jetzt ungefähr 3,5 Kilometer hinter mir. Ich muss noch 4,5. Naja. Oh, ist das kalt. Leck Arsch. Ich melde mich gleich, falls ich überlebe. Boah, mir fliegt echt gerade die Fresse weg, ey. Ist das kalt. Fuck. Gegen den Wind zu laufen ist totale Scheiße. Aber ich muss ja wieder zurück. Bringt ja nichts. Nächstes Mal Memo an mich. Nächstes Mal Mütze dabei. Mindestens. Und es ist schön, wenn die Hand auf dem Gesicht liegt. Ich bleib bescheuert aus. Egal. Also ich bin jetzt bei 4,5. Brauch noch ein bisschen. Jetzt muss ich mich quälen. Jetzt ist Kacke. Jetzt quäle ich mich. Ich laufe jetzt wieder mit dem Wind. Jetzt ist wieder alles gut. Boah, alles kalt. Leck Arsch. Jetzt habe ich 6,5 Kilometer. Mache jetzt hier meine Schleife. Und dann bin ich bei 8 und dann ist gut. Ich melde mich gleich, wenn ich wieder daheim bin. Kurz zum Abschluss. Zum Beweis. Nun habe ich meine 8 Kilometer voll. In der Kälte. Boah, ätzend. Aber gut, dass ich es geschafft habe. Alles gut. Also könnt ihr auch nachmachen. Auch wenn es kalt ist, könnt ihr laufen gehen. Runter vom Sofa. Sport machen. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.